Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie ein Tiny House aus Skandinavien, ist aber, glaube ich, für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Ja, ganz genau. Das Spielhaus, was ihr hier seht, das ist Big Woody, hat 5 Quadratmeter Fläche oben. Und man kann es streichen, wie man es will übrigens. Also wir haben es jetzt mal in Blau-Weiß gemacht, wegen München. Aber die Kinder streichen sich das manchmal auch kunterbunt. Was macht es besonders? Dieses Haus ist sehr, sehr lange einsetzbar. Ich meine, man kann das schon sehen. Das ist viel größer als normale Spieltürme und Baumhäuser. Und es steht auf Stelzen. Das gibt es auch auf 2 Meter Podesthöhe. Das Interessante dabei ist, dass sich auch Jugendliche natürlich immer noch sehr gerne darin aufhalten. Also es ist ganz, ganz lange nutzbar. Und ich persönlich habe zum Beispiel ein Hühnerhaus draus gemacht. Von der Zielgruppe her ist es dann auch für Selbstbau, oder? Ja, es wird geliefert als Bausatz. Wir bieten auch einen Aufbauservice an, der auch für die Spieltürme ganz gerne gebucht wird von manchen Menschen. Aber an sich macht der Aufbau selbst richtig viel Spaß. Also das Ganze dauert vielleicht 2, 3, 4 Tage. Man braucht ein Team, 2, 3 handwerklich begabte Menschen, Männer und Frauen, und dann ruckzuck ist das Ding aufgebaut. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.